Die Games Convention 2006. Europas größte Messe für interaktive Unterhaltung. Das heißt, wer seinem natürlichen Spieltrieb freien Lauf lassen will, der kommt nach Leipzig. Vier Tage lang dreht sich die Welt hier nur ums Computerspiel. Fast 400 Aussteller präsentieren sich auf 90.000 Quadratmetern Fläche. Alles sehen, alles spielen, alles ausprobieren. Berühmtheiten treffen, Neuheiten bestaunen, sich völlig dem Spielen hingeben. Yves Fehring und Neues sind natürlich für Sie mittendrin. Hallo und herzlich willkommen bei Neues, direkt von der Games Convention in Leipzig. Vier Tage lang haben wir uns hier die Füße platt gelaufen, die Finger wund gedaddelt und leiden jetzt an absoluter Reizüberflutung. Bis zu 50.000 Besucher täglich, mindestens 100 Dezibel Pressluft haben wir Lautstärke und auf 1.000 Monitoren flimmert und flackert es. Aber eins steht fest, alle großen und kleinen Spielkinder kommen voll auf ihre Kosten. Obwohl nicht ganz, denn Nintendo und Sony halten ihre neuesten Konsolen noch ganz schön unter Verschluss. Das, was wir hier bei Sony sehen, sind nur Demos. Aber hier, in dieser Glasvitrine, steht das Heiligtum, die PlayStation 3, die ich jetzt mal mit Samthandschuhen anfassen darf. Welch Ehre! Tja, sie sieht so schlicht und harmlos aus, ist sie aber gar nicht. Meine Kollegin Valentina Hirsch zählt zu den Auserwählten, die die PlayStation 3 schon mal testen durften, im Gegensatz zu den vielen etwas enttäuschten Besuchern. Manche PS3-Fans schienen mit nur Anschauen durchaus zufrieden. Die versprochenen Leistungen des Cell-Prozessors lassen sich hinter Glas natürlich nur erahnen. Wir sind etwas enttäuscht, dass es keine spielbaren Spiele gibt. Das ist natürlich schade, klar, jeder will halt zocken. Es ist eben ein sehr futuristisches und eben von daher auch mal bestaunenswertes Gerät. Also ich hätte gern mal Spieleszenen gesehen. Lediglich hinter verschlossenen Türen gab es sogenannte Dev-Kits, Entwicklerkonsolen, an denen Journalisten und Händler in kargen Pressebüros spielen konnten. Segas Virtua Tennis 3 zum Beispiel. Obwohl erst zu 40% fertig, glänzt es bereits mit fotorealistischer Grafik. Ein Spiel, das schon sehr rund wirkt und mit beeindruckenden Animationen der Tennis-Cracks aufwarten kann. Kommen soll es erst im Frühjahr 2007. Das Action-Rollenspiel Untold Legends Dark Kingdom soll bereits zum PS3-Start im November erscheinen. Ein aus bekannten Zutaten gemixtes Fantasy-Abenteuer, aber mit beeindruckender Optik. Solche Effekte kennt man bisher nur vom PC. Spiegelndes Wasser, blitzende Zaubersprüche und detailreiche Landschaften. Grafik ist aber nicht alles. Bei Nintendos neuer Konsole namens Wii sind ungewöhnliche Spielideen Programm. Hier jagt man die sogenannten Elebits. Diese höchst flüchtigen Gnome sichern die Energieversorgung ihres Planeten. Für jedes gefangene Elebit gibt es Watt und damit Strom. Bewegung ins Spiel kommt bei Tony Hawk's Downhill Jam. Den Skater steuert man nämlich mit Bewegungen, die der Controller an den Fernseher überträgt. Das ist nicht nur aktives Spielen, es ist auch einfach, weil intuitiv. Ein Spielvergnügen, zunächst nur für die Presse. Und die potenziellen Käufer? Hätte dich die ganz neue Konsole von Nintendo auch interessiert oder ist das nicht so wichtig für dich? Geht so. Also eigentlich bin ich wegen meinem Mann hier. Ich bin ja eigentlich relativ flexibel, ich spiele halt jetzt mal das. Ich bin nicht so der Typ, der wohl jetzt immer sagt, er muss immer das Neueste haben. Wer das Neueste bereits hat, nämlich eine Xbox 360, konnte eine ganze Menge anspielen. Immerhin ist die 360 schon 9 Monate in den Läden. Auch hier gibt's gute Ideen, abseits üblicher Szenarien. In Viva Piñata gilt es, ein Stück Land in einen blühenden Garten zu verwandeln. Damit lockt man Piñatas, fluffige Tierchen, die dem eigenen Garten Leben einhauchen. Ein niedliches Spiel, aber deshalb noch lange kein Kinderkram.
Gute Ideen sind gefragt. Und die Spielebranche schaut durchaus gerne darauf, was bei der Konkurrenz funktioniert. Nintendo hat davor gemacht, dass gerade in diesem Bereich von Spielen das eigentlich über alle Generationen hinweg geht. Dasselbe sehe ich auch mit Viva Pinata und es kommen mehr Spiele in der Art Lego Star Wars beispielsweise. Also auf den ersten Blick auch, ja, was für Achtjährige. Ja, Pustekuchen, Lego Star Wars spiele ich bin 40. Wir finden, Lego Star Wars mit 40 geht völlig in Ordnung. Und mit 8 natürlich auch. Hoffen wir weiter auf viele neue Ideen auf neuen Konsolen. Ja, der Konsolenmarkt kommt kräftig ins Rollen und auch ich fühle mich wie ein Hamster in einem Laufrad, in einem interaktiven Laufrad. Denn je mehr Tempo ich hier mache, desto schneller bewegt sich die Leinwand da oben. Aber bevor Ihnen und vor allem mir schwindelig wird, schauen wir doch mal, was die Messe in Sachen Konsolen sonst noch so zu bieten hat. Im Bereich aktuelle Konsolen passiert zurzeit am meisten im mobilen Sektor. Besonders der Nintendo DS ist ganz vorne dabei. 1 Million verkaufte Taschenspieler in Deutschland. Davon gingen 44% an Frauen und Mädchen. Dazu braucht es nicht mal einen DS in Pink, der zur Games Convention eingeführt wurde. Es sind die simpel gestrickten, aber herausfordernden Minispielchen, die gut funktionieren. Manche sind nicht mal Spiele. English Training zum Beispiel. I feel good. Eine Reihe einfacher Übungen zu Hörverständnis, Grammatik und Vokabular. Plus sehr guter Schrifterkennung. Auf Sonys PSP und PS2 kracht demnächst das Musikspiel B-Boy. Benny, Breakdancer der Flying Steps, hat schon bei der Entwicklung vollen Körpereinsatz geleistet. Mich kann man auswählen und mich selbst spielen. Meine Moves wurden original so von mir übernommen. Man sieht wirklich auch, dass mein Charakter war. Bennys Bewegungen wurden via Motion Capturing aufgezeichnet. Entwickler Chris ist immer noch fasziniert. Er machte 47 Headspins, also Drehungen auf dem Kopf, und jeder im Raum drehte völlig durch. Aber er stand auf und sagte, nein, das war nicht gut genug. Dann hat er es nochmal gemacht und machte 57 Headspins. Unglaublich. Für Freunde des eher komplexen Rollenspiels gab es bisher wenig auf der mobilen PlayStation. Im Oktober erscheint der PC-Fantasy-Klassiker Dungeon Siege in einer eigens entwickelten PSP-Version. Immerhin an die 15 Stunden Spielspaß soll man damit unterwegs haben können. Also endlich mal was für Langstreckenflüge. Auf den anderen aktuellen Konsolen passiert im Moment nicht wirklich viel Spannendes. Aber dass fast alle auf die nächste Generation warten, wissen wir ja schon. Ach, was war das schön. Fußball-WM im eigenen Land. Schön bei Bierchen und Grillwürstchen den Jungs beim Tore schießen zu gucken. Aber mit Rumsitzen ist es jetzt vorbei. Wir kicken mit. Und zwar muss man bei diesem Shootpad selbst das Runde ins Eckige befördern. Und das ist gar nicht so einfach, das alles miteinander zu koordinieren. Ja, Interaktivität wird hier in Leipzig großgeschrieben. Aber die Frage ist ja auch, wer denkt sich die ganzen Spiele überhaupt aus? Unsere Kollegin Dunja Kolper war auf der Entwicklerkonferenz und hat sich mal die Visionen von morgen angeschaut. Die Entwicklerkonferenz wird immer internationaler. Die weltweit klügsten Köpfe diskutieren in Leipzig über die Zukunft des Spiels. Kosmopolitisch ist hier sogar das studentische Hilfspersonal. Es kommt aus allen Teilen der Erde. Zu all dem passt das Credo der Konferenz. Spielend wird die Welt erobert. You've got this. Man will natürlich überall spielen, mit dem Handy, dem PC, dem PDA oder Laptop. Und es ist auch wirklich so, dass man heute schon sehen kann, wie sehr uns Spiele unterhalten. Im Bus, im Zug, im Wohnzimmer, auf der Arbeit oder wo auch immer. Ich glaube, das wird in Zukunft auch noch ganz massiv zunehmen. Für den Bus eher umständlich, aber toll für zu Hause sind Spiele, die vollen Körpereinsatz fordern, wie die PlayStation-Serie iToy. Zur Erinnerung, bei iToy wird eine USB-Kamera an die Konsole angeschlossen. So können Bewegungen des Spielers erfasst und ins Spiel eingebaut werden. Auf der Games Convention gab es schon das ganz neue Kinetic Combat zu sehen. Damit kann der Gamer spielend die Kunst des Kung-Fu erlernen. Frei nach Konfuzius, Spielidee ist wahrhaft schlau. Von Asien ist es ein weiter Weg bis nach Bremen, aber der lohnt sich. Denn an der Hochschule werden neue mobile Spielkonzepte entwickelt. Jo, was geht ihr Flachzahn? Bereit abzuspacken oder was? Gehen wir's an.
Hier wird das neueste Produkt von Gangs of Bremen gespielt. On the Streets. Die Straßen sind das Spielfeld und werden auf einem PC sowie auf PDAs angezeigt. Der Clou dabei, die reale Innenstadt wird durch virtuelle Dimensionen erweitert. Gangs spielen gegeneinander, um möglichst viele Spielfelder zu erobern. Mit ihrer physischen Bewegung steuern sie den Verlauf des Spiels. Treffen die Gangs aufeinander, entscheidet ein virtueller Kampf, wem das Gebiet gehört. Einziges Manko, noch ist viel Technik nötig. Das ist das PDA für die Spielsoftware. Das ist GPS für die Positionierung der Spieler im Raum. Das ist GPRS für die Kommunikation, den Datentransfer. Und das sind POC-Handys für die Spielerkommunikation untereinander. Neu ist auch die Verbindung von PC-Spiel und Mobile-Game. Denn zu Hause am Rechner sitzt der Boss der Gang und bestimmt, in welche Richtung die Runner laufen. In Zukunft wird es sicherlich bei vielen Spielen so sein, dass sie nicht mehr nur auf ein Medium festgelegt sind. Mobile Spiele sind jetzt wirklich gerade im Kommen und im Aufwind. Man könnte sich auch vorstellen, dass zum Beispiel ein Client für solche Aufbauspiele wie SimCity auch vom mobilen Device aus zugreifbar sind. Und dann könnten zum Beispiel Leute auch von unterwegs regieren oder so und dann noch eine Mehrwertsteuererhöhung durchziehen. Fachhochschule Wiesbaden. Hier wird an einem anderen Trend gebastelt, dem Multiplayer-Modus. Er soll bald ganz einfach und nahezu überall möglich sein. Zum Beispiel via Bluetooth, wie beim Klassiker Pac-Man. In der Multiplayer-Version kann man jetzt nicht nur Pac-Man, sondern auch die Geister steuern. Der Modus wird aktiviert, indem ein Gamer einen Server eröffnet. Alle anderen verbinden sich mit ihm und nehmen so am Spiel teil. Das Beste, was Multiplayer-Spiele uns bringen können, wenn erst einmal verschiedene Medien in einem Spiel miteinander verknüpft sind und auch interagieren, ist, dass sich eine Art Community bildet. In Wiesbaden werden auch neue Eingabegeräte entwickelt. Zum Beispiel für Marble Madness. Wie beim Atari-Original wird die Kugel über Hindernisse hinweg zum Ziel gesteuert. Hier allerdings ist die Steuerung einzigartig. Der Spieler steht auf einem Kreisel. Verlagert er sein Gewicht in eine Richtung, rollt die Kugel mit ihm. Bei einem vergleichbaren Spiel kann man auch zu zweit kreiseln. Das allerdings ist eine Nummer schwerer. Eine schöne Spielerei ist auch Badball. Dabei wird mit einem realen Schläger ein virtueller Ball gesteuert. Gar nicht so einfach. Ideen gibt es genug, aber kommerzielle Lösungen erst vereinzelt. Bis man also mit einer Tastatur mehr als im Internet surfen kann, wird es wohl noch etwas dauern. Ahoi an Bord der Bounty Bay. Wir machen jetzt eine kleine Zeitreise. Und zwar springen wir genau 305 Jahre zurück ins Jahr 1701. Damals gab es auf dem Markt nicht nur Gemüse, sondern wer sich ein bisschen blöd angestellt hat, wurde von einem fiesen Demagogen öffentlich niedergemacht. Ja, das Leben damals war kein Zuckerschlecken, aber wahnsinnig spannend. Ein Grund dafür, warum die Reihe Anno so sehr erfolgreich ist. Übrigens ein Spiel made in Germany. Und wo wir schon mal auf Zeitreise sind, müssen wir jetzt in die Zukunft und schauen, was der deutsche Spielemarkt sonst noch so zu bieten hat. Was haben ein putziges Pferdespiel, ein grafisch aufwendiger Shooter und ein liebevoll gemachtes Adventure gemeinsam? All diese Spiele werden in Deutschland produziert. Das Jahr 2006 ist das Jahr der deutschen Spieleentwickler. Wir durften in die heiligen Hallen einiger Entwicklerstudios schauen und stellen drei Unternehmen vor. Die Fortsetzung der erfolgreichen Strategiereihe Anno wird in Mainz bei Related Designs produziert. 40 feste Mitarbeiter arbeiten seit 2 Jahren an der Entwicklung des dritten Teils. Ein Team setzt sich unter anderem aus Level-Designern, Programmierern, Grafikern und Drehbuchautoren zusammen. Thomas Pottkemper hat vor 11 Jahren Related Designs gegründet. Für die Einhaltung des Erscheinungstermins und des 10-Millionen-Budgets hat er einen Projektmanager engagiert.
Also wenn man jetzt ein Team von 40 Leuten managt, das schafft ein Mensch gar nicht alleine. Also man kann nicht 40 Leute irgendwie permanent kontrollieren und überwachen. Deswegen ist eine meiner Hauptaufgaben gewesen, den entsprechenden Abteilungsleiter eine Struktur aufzubauen, den entsprechenden Abteilungsleitern beizubringen, was Projektmanagement ist, was Projektleitung ist, sodass die ihre eigenen Abteilungen führen als kleine Projektleiter. In 2 Monaten kommt Anno 1701 auf den Markt. Termingerecht und ohne 1 Euro an Mehrkosten. Eine Seltenheit in dieser Branche. Das Aufbaustrategiespiel kann sich sehen lassen. Feinste 3D-Grafik, made in Germany. Mit Dinos beschäftigt sich das Berliner Spieleentwicklungskombinat SEK Ost. Mit viel Hightech und Rechnerpower wird am sehr aufwendigen Echtzeitstrategiespiel Paraworld gearbeitet. Mit einem Produktionsbudget von 8 Millionen Euro. Arbeitsplätze bietet die Spielebranche zur Genüge. Trotzdem gibt es Probleme. Das eine Problem ist, dass es nicht sehr leicht ist, hochqualifizierte Leute in Deutschland zu finden, weil es halt bis vor kurzem nicht wirklich eine Ausbildung in dem Bereich gab. Das heißt, die Branche rekrutierte sich komplett aus Quereinsteigern. Zum anderen ist für den deutschen Entwickler besonders schwer, dass deutsche Entwickler international nicht ernst genommen werden, obwohl Deutschland halt eigentlich der zweitgrößte Spielemarkt weltweit ist. Paraworld kommt nächsten Monat in die Regale. Bombastische Grafik verspricht auch hier viel Spielespaß. Das hat zwar ein bisschen gedauert, aber Zeit und Kosten lohnen sich. Geldgeber von Anno und Paraworld ist der Publisher Sunflowers, der besonders gerne im deutschsprachigen Raum produzieren lässt. Es gibt hier viel Entwicklungs-Know-how, es gibt hier viel Erfahrung. In Deutschland werden ja schon Spiele entwickelt seit 25 Jahren. Und für uns ist die Qualität das Allerwichtigste. Im Keller des Frankfurter Entwicklerstudios Deck 13 geht es viel kleiner zu. Gerade mal 15 Mitarbeiter arbeiten derzeit an 2 Adventure-Spielen mit wenig Geld, ca. 1 Million pro Spiel. Neue Publisher zu finden und zu überzeugen, ist aber in Deutschland sehr schwer. Man muss sehr viel Geld und Zeit investieren, um etwas zu entwickeln, mit dem man den Publisher eben überzeugen muss. Es bedarf eben sehr großer Überzeugungsarbeit. Am besten zeigt man das oder schafft man das, indem man etwas Spielbares entwickelt, irgendwas, was schon mal die Idee darstellt, indem der Publisher eben nur noch draufschauen muss und sagen kann, okay, ich kann mir vorstellen, was ihr vorhabt und es funktioniert. Und das zurzeit sehr erfolgreich. Das aktuelle Projekt Jack Keen hat bereits den Publisher CDV überzeugen können. Das originelle Adventure im Comic-Look wird sicherlich viele Spieler begeistern. Ohne Riesenbudget geht's also auch. Die Stadt Hamburg unterstützt kleine Entwicklerstudios mit einem 100.000-Euro-Darlehen für eine Prototypenerstellung. Das Projekt ist noch ganz neu und will jungen Entwicklern in die Selbstständigkeit helfen. Sie müssen zweierlei einreichen. Zum einen eine gute Spielidee, erste gute Grafiken, damit man sehen kann, funktioniert dieses Spiel oder funktioniert es nicht. Und zum anderen ein tragfähiges Geschäftskonzept, sprich ein Businessplan. Mehr Förderung und Anerkennung für Entwicklerstudios und Computerspiele würde Deutschland gut zu Gesicht stehen. Eins steht fest, gute Produkte werden hier schon produziert. Ob von kleinen Unternehmen wie Limbic Entertainment, die die Kindersoftware Colorelli produzieren, oder dem Entwicklerstudio Piranha Bytes, die an Gothic 3 arbeiten. Dass es in Deutschland gute Produzenten gibt, hat Weltmarktführer Electronic Arts erkannt. Sie kauften das deutsche Entwicklerstudio Phenomic aus Ingelheim. Hier in der Halle GC Family dreht sich klar alles um Familien- und Kindersoftware. Und auch schon die ganz Kleinen können zum Beispiel im Kindergarten am Computer aktiv werden. Und zwar sinnvoll. Ein guter Leitfaden für Pädagogen und Eltern ist die Gigamaus. Der Softwarepreis wird seit 9 Jahren vergeben. Und dieses Mal ist erstmals eine Kinderjury dabei. Die erkennt man hier an den blauen Kappen. Und auch Maike und Madeleine sind dabei. Was spielt ihr denn hier gerade? Wir spielen gerade Ice Age 2. Und was muss man da machen? Da muss man kämpfen und Haselnüsse und so einsammeln. Und was ist das Spannende an dem Spiel? Also, weil man da weil man da nicht weiß, was jetzt kommt und wie
wann es jetzt machen muss. Und das muss man halt herausfinden. Also es ist immer spannend. Und wenn ihr dem Spiel jetzt eine Schulnote geben müsstet, was würde das Spiel denn kriegen? Also wenn ich jetzt so überlege, würde es von mir eine 1 kriegen. Eine 1 sogar. Und von dir? Mir auch eine 1. Also absolut spitze das Spiel. Dann spielen wir noch eine Runde weiter. Und vielen Dank schon mal, ja? Ja, Kinder sind die besten Kritiker, das weiß auch Professor Varkus, Medienpädagoge von der Uni Leipzig. Warum gibt es denn dieses Jahr jetzt eine Kinderjury? Die Kinderjury geht der Hypothese nach, dass Kinder die Spiele anders beurteilen als Erwachsene. Die meisten Jurys sind immer Erwachsene und ich glaube, die Kinder sehen andere Dinge im Spiel für sie wichtig an, als die Erwachsenen das tun. Was ist denn den Kindern wichtig? Spaß, vor allen Dingen Spaß und Unterhaltung. Sie wollen natürlich auch Probleme lösen, aber die dürfen nicht so schlimm daherkommen, dass sie nicht lösen können. Und also vor allen Dingen ist ihnen Spielspaß wichtig. Als Eltern hat man ja so eine gewisse Verantwortung, was die Kinder spielen. Viele Eltern kommen aber ja gar nicht mehr mit. Was raten Sie denn den Eltern? Sich neben die Kinder zu setzen und zu sehen, wie sie die Spiele lösen. Und dann wissen sie auch, was Kinder können. Und dann können sie das nächste Spiel gemeinsam kaufen gehen und dann wieder gemeinsam spielen. Also das Schönste für die Eltern sollte das gemeinsame Spiel sein. Und eben auch die Kinder dabei beobachten, damit man merkt, wann die Kinder genug gespielt haben. Es gibt ja immer wieder das alte Vorurteil, Computerspiele machen dick, faul und aggressiv. Was ist denn Ihr Konzept dagegen? Also ich denke, dass das Vorurteil zwar nur ein Vorurteil ist, aber es sollte sich nicht im Kopf der Erwachsenen festsetzen. Ich denke, die Kinder, wenn sie spielen möchten, sollen sie das haben. Das haben alle so gemacht. Wir auch, als wir Kinder waren. Sie sollen also spielen können, aber sie sollen nicht unbeobachtet und vor allen Dingen ohne Zeitlimits spielen. Wenn man hier über die Messe geht, dann sieht man ja vor allem zwei Trends. Zum einen wird die Technik immer besser, sodass alles immer realer wirkt, auch die Gewalt leider. Und auf der anderen Seite wird alles viel aktiver und es wird eine neue Zielgruppe, nämlich Frauen und Mädchen, angesprochen. Was meinen Sie denn, welcher Trend wird sich durchsetzen? Also der Trend, dass Frauen und Mädchen angesprochen werden, den finde ich erstens gut und zweitens wird er sich, denke ich, durchsetzen, weil die Mädchen nehmen das an. Sie spielen also auch gerne, aber bisher gab es eben keine Spiele, die sie bewegt haben und die sie gerne mochten. Das ist ein Trend, den ich sehr begrüßen würde, wenn man sich mehr Gedanken darüber macht, dass Mädchen halt eine andere Zielgruppe sind als Jungs und dass man für sie spezielle Angebote macht. Das halte ich völlig für in Ordnung. Was wünschen Sie sich denn für die Entwicklung von Kinder- und Familiensoftware? Bei Kinder- und Familiensoftware wünsche ich mir vor allen Dingen auch, dass die Kinder Software angeboten bekommen, die ihnen gefällt, die ihnen halt den Spielspaß, den sie suchen, der auch bietet. Und da sollen die Entwickler sich Gedanken darüber machen. Also Software, wie sie hier zum Teil an diesem Stand zu sehen ist, das halte ich für das Günstigste. Da sind wir mal gespannt, wer die Gigamaus gewinnt. Vielen Dank und auch viel Spaß hier. Ja, und welche Spiele bei den Erwachsenen preisverdächtig sind, das hat sich mein Kollege Ralf Benz mal angeschaut. Preisverdächtig, vielfältig und bunt sind viele der PC-Spiele. Doch weil die verschiedenen Genrevorlieben der Spieler befriedigt werden müssen, bleibt in der Regel wenig Zeit für neue Spielkonzepte. Doch zum Glück gibt es löbliche Ausnahmen, wie Entwicklerlegende Will Wright mit seinem Spiel Spore. Spore ist ein Spiel vollgepackt mit neuen Ideen und bisher unbekannten Programmiertechnologien. Am Anfang von Spore spielt man ein bisschen Gott. Man schafft erst einmal Lebewesen nach seinem persönlichen Geschmack, verbunden mit der Hoffnung, dass das neue Dings sich prächtig entwickelt. Denn da Spore auch ein Online-Spiel ist, gibt es viele andere Kreaturen, gegen die man sich durchsetzen muss. Im Laufe des Spiels entwickelt sich die Spore-Welt weiter und weiter. Sogar so weit, dass man irgendwann als Captain Dings das Weltall bereist und auf neue, fremde Welten trifft. Spore hat kein Ende. Die Online-Funktion bietet ein Meta-Universum an Spielmöglichkeiten. Jeder Spieler kann Entdecker, Eroberer oder Händler sein. Je nach seinen persönlichen Vorlieben entwickelt der Spieler seine individuelle, einzigartige Welt. Man kann dann Millionen von anderen Welten entdecken und entscheiden, ob man sie attackieren oder kolonialisieren möchte. Das Spiel entwickelt sich alleine durch die Spieler selbst. Deswegen kann das Spiel unendlich weitergehen. Auch das Spiel Crysis zog die Besucher der Games Convention scharenweise in seinen Bann. Denn Crytek, eine deutsche Entwicklerschmiede aus Frankfurt, zeigte erste Bilder ihres neuen Shooters Crysis. Die Faszination des Spiels ist nicht die eher einfallslose Spielidee, man muss die Menschheit vor Außerirdischen retten. Crysis fasziniert durch die unglaubliche grafische Darstellung, wie es sie so auf einem PC noch nicht gegeben hat.
Sega bringt demnächst sein lang erwartetes Spiel Medieval Total War Nummer 2 auf den Markt. Diesmal spielt sich alles im Mittelalter von 1080 bis 1530 ab. Creative Assembly, die Entwicklerfirma, hat sich mit dem Spiel sehr viel Mühe gegeben. Strategisch geschickt und mit Beistand von kirchlichen Würdenträgern kann man hier historische Schlachten schlagen. Vor allem wurde die Grafik der historischen Auseinandersetzungen extrem verbessert. Ob es die Animation der einzelnen Akteure, die komplett neu gestalteten Landschaften oder das Gameplay ist, Medieval Total War 2 wird sicher an den Erfolg des ersten Teils anknüpfen und ein Knaller im Spielejahr 2006 sein. Über 6 Millionen Spieler sind bereits dabei. Und auch in der Neues-Redaktion gibt es begeisterte Droiden und Elfen. Die Rede ist von Warcraft. Das kommende Add-on Burning Crusade wird Nachschub für alle WoW-Abonnenten bringen. Neue Welten, Instanzen, Quests und zusätzliche Rassen wie die Blutelfen wird es geben. Für die Könner kommen 10 neue Level hinzu. Der unglaubliche Erfolg von World of Warcraft ist natürlich kein Zufall. Wir stellen nur Leute ein, die selbst Spieler sind und lassen sie das entwickeln, was sie spielen wollen. Das ermöglicht spektakulärere Produkte, als wenn wir ihnen irgendein Konzept für ein Spiel vor die Nase halten, das sie umsetzen müssen. Das fördert den Anspruch, exzellente Arbeit abzuliefern. Und nun erhöhen wir mal das Tempo. Das Referenzspiel in Sachen Autorennen, GTR, gibt es in neuer Version. Die beeindruckende, detailgetreue Grafik der Fahrzeuge und ein Cockpit-Gefühl vom Feinsten machen jede Menge Spaß. Da die Beherrschung der PS-Boliden etwas für den geübten Fahrzeuglenker ist, empfiehlt sich die Benutzung der neuen Fahrschule. Hier lernt man den richtigen Umgang mit den Rennern. GTR 2 legt die Messlatte für die Konkurrenz mal wieder um ein Stückchen höher. Für kleine und für große virtuelle Piloten gibt es nun noch einen Blick auf den Flugsimulator 10 von Microsoft, der im Herbst auf den Markt kommen soll. Die Grafik von Flugzeugen und Terrains, über die man fliegen kann, wurde stark verbessert. Neben den Standard-Flugzeugmodellen wird es auch richtige Schmuckstücke geben, mit denen man dann Missionen erfüllen muss. Zum Beispiel mit dem Wasserflugzeug Grumman Goose auf einer Karibikinsel landen. Der Flugsimulator 10 setzt voll auf den Online-Trend von Microsoft. Online-Flieger können dann, verbunden über das Internet, zusammen in einem Cockpit fliegen. Weg vom Messestress. Und am Ende unserer Sendung wird es nochmal etwas ruhiger. Denn wir kehren zu den Wurzeln des Computerspiels zurück. Erinnern Sie sich noch an Pong, das einfache schwarz-weiße Tennisspiel? Pong war 1972 der erste Videospielhit und ist heutzutage absolut Kult. Das Berliner Computerspielemuseum zeigt hier in Leipzig Pong in allen Variationen. Und ich glaube, da muss ich jetzt doch nochmal selbst aktiv werden. Aber bevor ich eine Runde Pong spiele, möchte ich mich schon mal von Ihnen verabschieden. Ich hoffe, Ihnen hat unsere Sendung genauso viel Spaß gemacht wie uns. Nächste Woche sehen wir uns wieder in Berlin und zwar zur internationalen Funkausstellung. Da geht es nicht um alte Telespiele, sondern um das Fernsehen von morgen. Also ich freue mich auf Sie. Machen Sie sich noch einen schönen Abend. Tschüss. PC-Spiele. Doch weil die verschiedenen Genrevorlieben der Spieler befriedigt werden müssen, bleibt in der Regel wenig Zeit für neue Spielkonzepte. Doch zum Glück gibt es löbliche Ausnahmen, wie Entwicklerlegende Will Wright mit seinem Spiel Spore. Spore ist ein Spiel vollgepackt mit neuen Ideen und bisher unbekannten Programmiertechnologien. Am Anfang von Spore spielt man ein bisschen Gott.
Man schafft erst einmal Lebewesen nach seinem persönlichen Geschmack, verbunden mit der Hoffnung, dass das neue Dings sich prächtig entwickelt. Denn da Spore auch ein Online-Spiel ist, gibt es viele andere Kreaturen, gegen die man sich durchsetzen muss. Im Laufe des Spiels entwickelt sich die Spore-Welt weiter und weiter. Sogar so weit, dass man irgendwann als Captain Dings das Weltall bereist und auf neue, fremde Welten trifft. Spore hat kein Ende. Die Online-Funktion bietet ein Meta-Universum an Spielmöglichkeiten. Jeder Spieler kann Entdecker, Eroberer oder Händler sein. Je nach seinen persönlichen Vorlieben entwickelt der Spieler seine individuelle, einzigartige Welt. Man kann dann Millionen von anderen Welten entdecken und entscheiden, ob man sie attackieren oder kolonialisieren möchte. Das Spiel entwickelt sich alleine durch die Spieler selbst. Deswegen kann das Spiel unendlich weitergehen. Auch das Spiel Crysis zog die Besucher der Games Convention scharenweise in seinen Bann. Denn Crytek, eine deutsche Entwicklerschmiede aus Frankfurt, zeigte erste Bilder ihres neuen Shooters Crysis. Die Faszination des Spiels ist nicht die eher einfallslose Spielidee, man muss die Menschheit vor Außerirdischen retten. Crysis fasziniert durch die unglaubliche grafische Darstellung, wie es sie so auf einem PC noch nicht gegeben hat. Sega bringt demnächst sein lang erwartetes Spiel Medieval Total War Nummer 2 auf den Markt. Diesmal spielt sich alles im Mittelalter von 1080 bis 1530 ab. Creative Assembly, die Entwicklerfirma, hat sich mit dem Spiel sehr viel Mühe gegeben. Strategisch geschickt und mit Beistand von kirchlichen Würdenträgern kann man hier historische Schlachten schlagen. Vor allem wurde die Grafik der historischen Auseinandersetzungen extrem verbessert. Ob es die Animation der einzelnen Akteure, die komplett neu gestalteten Landschaften oder das Gameplay ist, Medieval Total War 2 wird sicher an den Erfolg des ersten Teils anknüpfen und ein Knaller im Spielejahr 2006 sein. Über 6 Millionen Spieler sind bereits dabei. Und auch in der Neues-Redaktion gibt es begeisterte Droiden und Elfen. Die Rede ist... Die Mädchen nehmen das an, sie spielen also auch gerne, aber bisher gab es eben keine Spiele, die sie bewegt haben und die sie gerne mochten. Das ist ein Trend, den ich sehr begrüßen würde, wenn man sich mehr Gedanken darüber macht, dass Mädchen halt eine andere Zielgruppe sind als Jungs und dass man für sie spezielle Angebote macht. Das halte ich völlig für in Ordnung. Was wünschen Sie sich denn für die Entwicklung von Kinder- und Familiensoftware? Bei Kinder- und Familiensoftware wünsche ich mir vor allen Dingen auch, dass die Kinder Software angeboten bekommen, die ihnen gefällt, die ihnen halt den Spielspaß, den sie suchen, der auch bietet. Und da sollen die Entwickler sich Gedanken darüber machen. Also Software, wie sie hier zum Teil an diesem Stand zu sehen ist, das halte ich für das Günstigste. Da sind wir mal gespannt, wer die Gigamaus gewinnt. Vielen Dank und auch viel Spaß hier. Ja, und welche Spiele bei den Erwachsenen preisverdächtig sind, das hat sich mein Kollege Ralf Benz mal angeschaut. Preisverdächtig, vielfältig und bunt sind viele der PC-Spiele. Doch weil die verschiedenen Genrevorlieben der Spieler befriedigt werden müssen, bleibt in der Regel wenig Zeit für neue Spielkonzepte. Doch zum Glück gibt es löbliche Ausnahmen, wie Entwicklerlegende Will Wright mit seinem Spiel Spore. Spore ist ein Spiel vollgepackt mit neuen Ideen und bisher unbekannten Programmiertechnologien. Am Anfang von Spore spielt man ein bisschen Gott. Man schafft erst einmal Lebewesen nach seinem persönlichen Geschmack, verbunden mit der Hoffnung, dass das neue Dings sich prächtig entwickelt. Denn da Spore auch ein Online-Spiel ist, gibt es viele andere Kreaturen, gegen die man sich durchsetzen muss. Im Laufe des Spiels entwickelt sich die Spore-Welt weiter und weiter. Sogar so weit, dass man irgendwann als Captain Dings das Weltall bereist und auf neue, fremde Welten trifft. Spore hat kein Ende. Die Online-Funktion bietet ein Meta-Universum an Spielmöglichkeiten. Jeder Spieler kann Entdecker, Eroberer oder Händler sein. Je nach seinen persönlichen Vorlieben entwickelt der Spieler seine individuelle, einzigartige Welt. Man kann dann Millionen von anderen Welten entdecken und entscheiden, ob man sie attackieren oder kolonialisieren möchte. Das Spiel entwickelt sich alleine durch die Spieler selbst. Deswegen kann das Spiel unendlich weitergehen.
Auch das Spiel Crysis zog die Besucher der Games Convention scharenweise in seinen Bann. Denn Crytek, eine deutsche Entwicklerschmiede aus Frankfurt, zeigte erste Bilder ihres neuen Shooters Crysis. Die Faszination des Spiels ist nicht die eher einfallslose Spielidee, man muss die Menschheit vor Außerirdischen retten. Crysis fasziniert durch die unglaubliche grafische Darstellung, wie es sie so auf einem PC noch nicht gegeben hat. Sega bringt demnächst sein lang erwartetes Spiel Medieval Total War Nummer 2 auf den Markt. Diesmal spielt sich alles im Mädchen und Mädchen. Dazu braucht es nicht mal einen DS in Pink, der zur Games Convention eingeführt wurde. Es sind die simpel gestrickten, aber herausfordernden Minispielchen, die gut funktionieren. Manche sind nicht mal Spiele, English Training zum Beispiel. I feel good. Eine Reihe einfacher Übungen zu Hörverständnis, Grammatik und Vokabular, plus sehr guter Schrifterkennung. Auf Sonys PSP und PS2 kracht demnächst das Musikspiel B-Boy. Benny, Breakdancer der Flying Steps, hat schon bei der Entwicklung vollen Körpereinsatz geleistet. Mich kann man auswählen und mich selbst spielen. Meine Moves wurden original so von mir übernommen. Man sieht wirklich auch, dass mein Charakter war. Bennys Bewegungen wurden via Motion Capturing aufgezeichnet. Entwickler Chris ist immer noch fasziniert. Er machte 47 Headspins, also Drehungen auf dem Kopf, und jeder im Raum drehte völlig durch. Aber er stand auf und sagte, nein, das war nicht gut genug. Dann hat er es nochmal gemacht und machte 57 Headspins. Unglaublich. Für Freunde des eher komplexen Rollenspiels gab es bisher wenig auf der mobilen PlayStation. Im Oktober erscheint der PC-Fantasy-Klassiker Dungeon Siege in einer eigens entwickelten PSP-Version. Immerhin an die 15 Stunden Spielspaß soll man damit unterwegs haben können. Also endlich mal was für Langstreckenflüge. Auf den anderen aktuellen Konsolen passiert im Moment nicht wirklich viel Spannendes. Aber dass fast alle auf die nächste Generation warten, wissen wir ja schon. Ach, was war das schön. Fußball-WM im eigenen Land. Schön bei Bierchen und Grillwürstchen den Jungs beim Tore schießen zu gucken. Aber mit Rumsitzen ist es jetzt vorbei. Wir kicken mit. Und zwar muss man bei diesem Shootpad selbst das Runde ins Eckige befördern. Und das ist gar nicht so einfach, das alles miteinander zu koordinieren. Ja, Interaktivität wird hier in Leipzig groß geschrieben. Aber die Frage ist ja auch, wer denkt sich die ganzen Spiele überhaupt aus? Unsere Kollegin Dunja Kolper war auf der Entwicklerkonferenz und hat sich mal die Visionen von morgen angeschaut. Die Entwicklerkonferenz wird immer internationaler. Die weltweit klügsten Köpfe diskutieren in Leipzig über die Zukunft des Spiels. Kosmopolitisch ist hier sogar das studentische Hilfspersonal. Es kommt aus allen Teilen der Erde. Zu all dem passt das Credo der Konferenz. Spielend wird die Welt erobert. You've got this. Man will natürlich überall spielen, mit dem Handy, dem PC, dem PDA oder Laptop. Und es ist auch wirklich so, dass man heute schon sehen kann, wie sehr uns Spiele unterhalten. Im Bus, im Zug, im Wohnzimmer, auf der Arbeit oder wo auch immer. Ich glaube, das wird in Zukunft auch noch ganz massiv zunehmen. Für den Bus eher umständlich, aber toll für zu Hause sind Spiele, die vollen Körpereinsatz fordern, wie die PlayStation-Serie iToy. Zur Erinnerung, bei iToy wird eine Wii sind ungewöhnliche Spielideen Programm. Hier jagt man die sogenannten Elebits. Diese höchst flüchtigen Gnome sichern die Energieversorgung ihres Planeten. Für jedes gefangene Elebit gibt es Watt und damit Strom. Bewegung ins Spiel kommt bei Tony Hawk's Downhill Jam. Den Skater steuert man nämlich mit Bewegungen, die der Controller an den Fernseher überträgt. Das ist nicht nur aktives Spielen, es ist auch einfach, weil intuitiv. Ein Spielvergnügen, zunächst nur für die Presse. Und die potenziellen Käufer? Jetzt hätte dich die ganz neue Konsole von Nintendo auch interessiert oder ist das nicht so wichtig für dich? Geht so. Also eigentlich bin ich wegen meinem Mann hier. Ich bin ja eigentlich relativ flexibel, ich spiele halt jetzt mal das. Ich bin nicht so der Typ, der wohl jetzt immer sagt, er muss immer das Neueste haben. Wer das Neueste bereits hat, nämlich eine Xbox 360, konnte eine ganze Menge anspielen. Immerhin ist die 360 schon 9 Monate in den Läden. Auch hier gibt's gute Ideen, abseits üblicher Szenarien. In Viva Piñata gilt es, ein Stück Land in einen blühenden Garten zu verwandeln. Damit lockt man Piñatas, fluffige Tierchen, die dem eigenen Garten Leben einhauchen. Ein niedliches Spiel, aber deshalb noch lange kein Kinderkram.
Gute Ideen sind gefragt. Und die Spielebranche schaut durchaus gerne darauf, was bei der Konkurrenz funktioniert. Nintendo hat davor gemacht, dass gerade in diesem Bereich von Spielen das eigentlich über alle Generationen hinweg geht. Dasselbe sehe ich auch mit Viva Pinata und es kommen mehr Spiele in der Art Lego Star Wars beispielsweise. Also auf den ersten Blick auch, ja, was für Achtjährige, ja, Pustekuchen, Lego Star Wars spiele ich bin 40. Wir finden, Lego Star Wars mit 40 geht völlig in Ordnung. Und mit 8 natürlich auch. Hoffen wir weiter auf viele neue Ideen auf neuen Konsolen. Der Konsolenmarkt kommt kräftig ins Rollen und auch ich fühle mich wie ein Hamster in einem Laufrad, in einem interaktiven Laufrad. Denn je mehr Tempo ich hier mache, desto schneller bewegt sich die Leinwand da oben. Aber bevor Ihnen und vor allem mir schwindelig wird, schauen wir doch mal, was die Messe in Sachen Konsolen sonst noch so zu bieten hat. Im Bereich aktuelle Konsolen passiert zurzeit am meisten im mobilen Sektor. Besonders der Nintendo DS ist ganz vorne dabei. 1 Million verkaufte Taschenspieler in Deutschland. Davon gingen 44% an Frauen und Mädchen. Dazu braucht es nicht mal einen DS in Pink, der zur Games Convention eingeführt wurde. Es sind die simpel gestrickten, aber herausfordernden Minispielchen, die gut funktionieren. Manche sind nicht mal Spiele. English Training zum Beispiel. I feel good. Eine Reihe einfacher Übungen zu Hörverständnis, Grammatik und Vokabular. Plus sehr guter Schrifterkennung. Auf Sonys PSP und PS2 kracht demnächst. Durften im Gegensatz zu den vielen etwas enttäuschten Besuchern. Manche PS3-Fans schienen mit nur Anschauen durchaus zufrieden. Die versprochenen Leistungen des Cell-Prozessors lassen sich hinter Glas natürlich nur erahnen. Wir sind etwas enttäuscht, dass es keine spielbaren Spiele gibt. Das ist natürlich schade, klar, jeder will halt zocken. Es ist eben ein sehr futuristisches und eben von daher auch mal bestaunenswertes Gerät. Also ich hätte gern mal Spiele-Szenen gesehen. Lediglich hinter verschlossenen Türen gab es sogenannte Dev-Kits, Entwicklerkonsolen, an denen Journalisten und Händler in kargen Pressebüros spielen konnten. Segas Virtua Tennis 3 zum Beispiel. Obwohl erst zu 40% fertig, glänzt es bereits mit fotorealistischer Grafik. Ein Spiel, das schon sehr rund wirkt und mit beeindruckenden Animationen der Tennis-Cracks aufwarten kann. Kommen soll es erst im Frühjahr 2007. Das Action-Rollenspiel Untold Legends Dark Kingdom soll bereits zum PS3-Start im November erscheinen. Ein aus bekannten Zutaten gemixtes Fantasy-Abenteuer, aber mit beeindruckender Optik. Solche Effekte kennt man bisher nur vom PC. Spiegelndes Wasser, blitzende Zaubersprüche und detailreiche Landschaften. Grafik ist aber nicht alles. Bei Nintendos neuer Konsole namens Wii sind ungewöhnliche Spielideen Programm. Hier jagt man die sogenannten Elebits. Diese höchst flüchtigen Gnome sichern die Energieversorgung ihres Planeten. Für jedes gefangene Elebit gibt es Watt und damit Strom. Bewegung ins Spiel kommt bei Tony Hawk's Downhill Jam. Den Skater steuert man nämlich mit Bewegungen, die der Controller an den Fernseher überträgt. Das ist nicht nur aktives Spielen, es ist auch einfach, weil intuitiv. Ein Spielvergnügen, zunächst nur für die Presse. Und die potenziellen Käufer? Jetzt hätte dich die ganz neue Konsole von Nintendo auch interessiert oder ist das nicht so wichtig für dich? Geht so. Also eigentlich bin ich wegen meinem Mann hier. Ich bin ja eigentlich relativ flexibel, ich spiele halt jetzt mal das. Ich bin nicht so der Typ, der wohl jetzt immer sagt, er muss immer das Neueste haben. Wer das Neueste bereits hat, nämlich eine Xbox 360, konnte eine ganze Menge anspielen. Immerhin ist die 360 schon 9 Monate in den Läden. Auch hier gibt's gute Ideen, abseits üblicher Szenarien. In Viva Pinata gilt es, ein Stück Land in einen blühenden Garten zu verwandeln. Damit lockt man Pinatas, fluffige Tierchen, die dem eigenen Garten Leben einhauchen. Ein niedliches Spiel, aber deshalb noch lange kein Kinderkram. Gute Ideen sind gefragt und die Spielebranche schaut durchaus gerne darauf, was bei der Konkurrenz funktioniert. Wird die Welt erobert? Man will natürlich überall spielen, mit dem Handy, dem PC, dem PDA oder Laptop.
Und es ist auch wirklich so, dass man heute schon sehen kann, wie sehr uns Spiele unterhalten. Im Bus, im Zug, im Wohnzimmer, auf der Arbeit oder wo auch immer. Ich glaube, das wird in Zukunft auch noch ganz massiv zunehmen. Für den Bus eher umständlich, aber toll für zu Hause sind Spiele, die vollen Körpereinsatz fordern, wie die PlayStation-Serie iToy. Zur Erinnerung, bei iToy wird eine USB-Kamera an die Konsole angeschlossen. So können Bewegungen des Spielers erfasst und ins Spiel eingebaut werden. Auf der Games Convention gab es schon das ganz neue Kinetic Combat zu sehen. Damit kann der Gamer spielend die Kunst des Kung-Fu erlernen. Frei nach Konfuzius, Spielidee ist wahrhaft schlau. Von Asien ist es ein weiter Weg bis nach Bremen, aber der lohnt sich. Denn an der Hochschule werden neue mobile Spielkonzepte entwickelt. Jo, was geht ihr Flachzahn? Bereit abzuspacken oder was? Gehen wir es an. Hier wird das neueste Produkt von Gangs of Bremen gespielt. On the Streets. Die Straßen sind das Spielfeld und werden auf einem PC sowie auf PDAs angezeigt. Der Clou dabei, die reale Innenstadt wird durch virtuelle Dimensionen erweitert. Gangs spielen gegeneinander, um möglichst viele Spielfelder zu erobern. Mit ihrer physischen Bewegung steuern sie den Verlauf des Spiels. Treffen die Gangs aufeinander, entscheidet ein virtueller Kampf, wem das Gebiet gehört. Einziges Manko, noch ist viel Technik nötig. Das ist das PDA für die Spielsoftware. Das ist GPS für die Positionierung der Spieler im Raum. Das ist GPRS für die Kommunikation, den Datentransfer. Und das sind POC-Handys für die Spielerkommunikation untereinander. Neu ist auch die Verbindung von PC-Spiel und Mobile-Game. Denn zu Hause am Rechner sitzt der Boss der Gang und bestimmt, in welche Richtung die Runner laufen. In Zukunft wird es sicherlich bei vielen Spielen so sein, dass sie nicht mehr nur auf ein Medium festgelegt sind. Mobile Spiele sind jetzt wirklich gerade im Kommen und im Aufwind. Man könnte sich auch vorstellen, dass zum Beispiel ein Client für solche Aufbauspiele wie SimCity auch vom mobilen Device aus zugreifbar sind. Und dann könnten zum Beispiel Leute auch von unterwegs regieren oder so und dann noch eine Mehrwertsteuererhöhung durchziehen. Fachhochschule Wiesbaden. Hier wird an einem anderen Trend gebastelt, dem Multiplayer-Modus. Er soll bald ganz einfach und nahezu überall möglich sein. Zum Beispiel via Bluetooth, wie beim Klassiker Pac-Man. In der Multiplayer, wir stellen nur Leute ein, die selbst Spieler sind und lassen sie das entwickeln, was sie spielen wollen. Das ermöglicht spektakulärere Produkte, als wenn wir ihnen irgendein Konzept für ein Spiel vor die Nase halten, das sie umsetzen müssen. Das fördert den Anspruch, exzellente Arbeit abzuliefern. Und nun erhöhen wir mal das Tempo. Das Referenzspiel in Sachen Autorennen, GTR, gibt es in neuer Version. Die beeindruckende, detailgetreue Grafik der Fahrzeuge und ein Cockpit-Gefühl vom Feinsten machen jede Menge Spaß. Da die Beherrschung der PS-Boliden etwas für den geübten Fahrzeuglenker ist, empfiehlt sich die Benutzung der neuen Fahrschule. Hier lernt man den richtigen Umgang mit den Rennern. GTR 2 legt die Messlatte für die Konkurrenz mal wieder um ein Stückchen höher. Für kleine und für große virtuelle Piloten gibt es nun noch einen Blick auf den Flugsimulator 10 von Microsoft, der im Herbst auf den Markt kommen soll. Die Grafik von Flugzeugen und Terrains, über die man fliegen kann, wurde stark verbessert. Neben den Standard-Flugzeugmodellen wird es auch richtige Schmuckstücke geben, mit denen man dann Missionen erfüllen muss. Zum Beispiel mit dem Wasserflugzeug Grumman Goose auf einer Karibikinsel landen. Der Flugsimulator 10 setzt voll auf den Online-Trend von Microsoft. Online-Flieger können dann, verbunden über das Internet, zusammen in einem Cockpit fliegen. Weg vom Messestress. Und am Ende unserer Sendung wird es nochmal etwas ruhiger. Denn wir kehren zu den Wurzeln des Computerspiels zurück. Erinnern Sie sich noch an Pong, das einfache schwarz-weiße Tennisspiel? Pong war 1972 der erste Videospielhit und ist heutzutage absolut Kult. Das Berliner Computerspielemuseum zeigt hier in Leipzig Pong in allen Variationen. Und ich glaube, da muss ich jetzt doch nochmal
selbst aktiv werden. Aber bevor ich eine Runde Pong spiele, möchte ich mich schon mal von Ihnen verabschieden. Ich hoffe, Ihnen hat unsere Sendung genauso viel Spaß gemacht wie uns. Nächste Woche sehen wir uns wieder in Berlin und zwar zur internationalen Funkausstellung. Da geht es nicht um alte Telespiele, sondern um das Fernsehen von morgen. Also ich freue mich auf Sie. Machen Sie sich noch einen schönen Abend. Tschüss.